Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Ich habe ein schnelles Voice-Over für euch, ein Quick and Dirty, und in dem Fall passt schmutzig sogar, denn Clement Melendez wird uns als Senior Level Designer jetzt die Grimhex Outlaw Station vorstellen, die in Patch 2.5 ins Spiel kommen soll. Die Grimhex Station ist ein ehemaliges Mining Hub, übrigens hieß sie früher Grim Imperial Hex, und findet sich gar nicht so weit entfernt, nämlich im Jela-Asteroidengürtel um den Mond Jela. Das heißt, gar nicht so weit von Port Olisar entfernt. Früher wurden hier im Grunde genommen Mining-Operationen betrieben. Das heißt, die Leute haben hier ihre Schiffe geparkt, sind dann in ihre kleinen Prospectors zum Beispiel gestiegen oder Shuttles und haben dann ihr Tagewerk hier sozusagen vollbracht. Inzwischen ist es tatsächlich vor allem von Gangs kontrolliertes Gebiet. Nachdem die Mining-Operationen aufgegeben wurden, geht es jetzt darum, dass sich hier vor allem zwielichtige Individuen finden. Und der Designer erzählt dazu, dass eine der größten Herausforderungen bei der ganzen Station überhaupt war, die Größenverhältnisse richtig hinzukriegen. Das heißt, die Größenverhältnisse zwischen Schiffen, Landing Pads und den einzelnen Spielern, das heißt Personen, so hinzukriegen, dass es alles passt. Denn die Schiffe sind in der Regel sehr, sehr groß. Gerade eine Starfarer ist gigantisch groß. Die Personen sind sehr, sehr klein und alles muss vom Maßstab her gerecht werden. Und da haben sie sich lange gefragt, wie können wir das richtig machen, dass es tatsächlich genug auch Landemöglichkeiten gibt. Denn sie haben sich dafür entschieden, mit den offenen Landing Pads nur ein Basisbedürfnis zu befriedigen, sozusagen ein paar nur zu nehmen, und dafür wird es die ersten wirklichen Hangars geben, in denen man landen kann. Im Bild zu sehen, man sieht also, hier werden die Schiffe direkt automatisch landen können, und er kündigt auch an, dass sie sicher vor den anderen Spielern sein werden. Das heißt, wenn man dort in einem Hangar landet, wird wohl niemand anderes in sein Schiff steigen können. Mal gucken, wie sich das dann auswirkt. Weiter geht, sagt er, dass die Grimhex-Station ausgebaut werden wird über die nächsten 2 bis 3 Patches. Das heißt, wir werden noch viel mehr zu sehen bekommen. Am Anfang eine Art Basisangebot aus ein paar Shops, die auch schon angekündigt sind. Und dann wird es von da aus eben noch mehr Features geben, die diese Station innehat. Das heißt, das, was wir als allererstes sehen, wird nur ein kleiner Teil sein. Es wird dann noch mehr freigeschaltet auf die Dauer. Also, das heißt, hier werden wir sicherlich vielleicht die eine oder andere neue Spielmechanik schon alleine mit der Landung im Hangar sehen können. Außerdem beschreibt er eben, dass das im Grunde genommen die Station aus einer zentralen Lobby besteht. In dieser zentralen Lobby gibt es mehrere Fahrstühle, die dann zu den Landing Pads hochführen. Außerdem geht es darum, dass hier eben noch weitere Areas freigeschaltet werden, wenn es dann soweit ist. Es gibt jetzt schon die Läden, die so ein bisschen ja verwinkelt und im Grunde genommen so ein bisschen wie so ein Bazar aussehen sollen, also nicht ganz so fein und ordentlich wie jetzt ein Kasaba Outlet Store, sondern eigentlich mehr so eine Mischung aus zusammengekramtem Zeug, was hier dann verkauft werden kann. Produkte werden auch ein paar neue dabei sein, aber eben nicht so viel. Und es wird außerdem einen Kiosk geben, wie er es nennt. Das heißt, es wird Rennen geben, die dort veranstaltet werden. Hier ist so ein Tunnel, den man eigentlich fast sich schon vorstellen kann aus dem Murray Cup. Hier werden die Schiffe starten und landen, also starten zu rennen und dann auch wieder ins Ziel einfahren und dann eben ein Rennen durch den Asteroidengürtel machen. Das wird auch ein späteres Feature sein, und darauf kann man wetten dann. Also das ist schon sehr, sehr cool, was sie sich da dafür ausgedacht haben. Zusätzlich kann man sagen, es wird am Anfang eine Green Zone sein, das heißt die Station an sich. Sobald man in die Station betritt, wird man keine Waffe abfeuern können. Außerhalb wird es keine Green Zone, und das werden sie aber später auch noch ändern. Also das bedeutet, hier werden sie später nochmal sich darum kümmern, dass es ein Sicherheitssystem gibt, so dass es nicht zu einem konstanten Deathmatch da drin wird, sondern dass man aufpassen muss, wann man die Waffen abfeuert oder auch nur in die Hand nimmt. Dafür wird es dann vermutlich eine NPC-Kontrolle geben, aber das ist meine Spekulation. Und am Abschluss sehen wir noch ein paar Bilder, wie sich das Ganze entwickelt hat, aus der Whitebox dann irgendwann zu der jetzt fast fertigen Station. Viele Designer haben damit gearbeitet, weltweit wurde daran gearbeitet, und von daher sind wir sehr gespannt darauf. Ich wünsche euch viel Spaß, und Sawyer verabschiedet sich jetzt mit einem See you on the flight deck.